Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich hoffe, ihr seid schon alle fit für ein schwieriges Thema, was viele Menschen zurzeit mit großer Sorge erfüllt. In Deutschland vielleicht noch nicht so richtig angekommen bei allen Menschen, weil wir in Deutschland gerade an dem Punkt sind, wo die Krise erst richtig die Realwirtschaft erfasst. Aber ich glaube, wir sind es den Menschen, die heute schon in vielen Ländern dieser Erde diese Krise spüren, und auch den Menschen, die sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, schuldig, dass wir uns mit diesem Thema heute Morgen mit Werbe und intensiv beschäftigen. Ich bin von vielen Leuten angesprochen worden in den letzten Wochen, und die haben mich gefragt: Sag mal, Gerhard, ist das nicht der Wahnsinn, was da passiert auf den Finanzmärkten? Und ja, es ist der Wahnsinn, was da passiert auf den Finanzmärkten, wenn Banken zusammenbrechen, wie Kartenhäuser gerettet werden müssen. Und dann lass uns mal zurückdenken. Vor 8 Jahren hatten wir auch Wahnsinn. Vor 8 Jahren hatten wir Rinderwahnsinn. Und damals haben sich die Grünen auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir brauchen eine völlig neue Landwirtschaftspolitik. Und genau so machen wir Grüne uns heute auf den Weg und sagen, wir brauchen eine völlig neue Finanzpolitik. Und vor 8 Jahren, als während des Rinderwahnsinns die Leute gesagt haben, wir vertrauen nicht mehr dieser Lebensmittelkontrolle, weil die Politik eben stärker auf die Interessen der Agrarlobby geschaut hat als auf die Interessen der Kunden und Kundinnen. Genauso ist heute das Vertrauen zusammengebrochen, weil die Politik zu stark auf die Finanzlobby gehört hat und die Märkte dereguliert hat. Und da müssen wir gegensteuern. Und ich will den Vergleich noch einen Punkt weitertreiben. Vor 8 Jahren gab es eine grüne Ministerin, die gesagt hat, ich mache mich ans Ausmisten dieses Lobbyistenstalls, Agrarministerium, und ich räume da auf. Und genauso müssen wir Grünen uns bei den Wahlen in dem nächsten Jahr dran machen, ans Ausmisten im Lobbyistenstall Finanzministerium, im Lobbyistenstall Wirtschaftsministerium und im Lobbyistenstall EU-Kommission. Lasst euch da nichts vormachen. Im Moment ist es so, dass Herr Steinbrück den harten Retter gibt. Der, der die Managergehälter kürzt und der wie ein Rohrspatz auf die Bankmanager schimpft. Aber in Wirklichkeit passiert etwas ganz anderes. In Wirklichkeit sind die Konditionen bei den Rettungspaketen so günstig, dass schon die EU-Kommission sagt, hier werden zu Lasten der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern die Banken gerettet. Da macht Steinbrück genau auf demselben Pfad weiter, mit dem er sonst auch unterwegs ist, als Förderer der Banken zu Lasten von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich finde, so sollten wir Grünen ganz klar sagen, von einem sozialdemokratischen Finanzminister hätten wir aber etwas anderes erwartet. Und deswegen werben wir jetzt für eine völlig neue Finanzpolitik. Und das, was wir euch vorschlagen mit dem Antrag, den ich jetzt vorstellen darf, den wir zusammen mit Bundesvorstand auch erarbeitet haben, wir werben für eine neue Art des Wirtschaftens, für einen New Deal, für einen grünen New Deal. Denn wir sind durch die falsche Politik, durch die Deregulierungspolitik der letzten Jahre in eine brandgefährliche Situation geraten. Und da interessiert es die Menschen nicht, dass wir es vielleicht schon immer gewusst haben. Und da interessiert es die Menschen auch nicht, dass wir vielleicht immer schon, nicht vielleicht, sondern dass wir immer schon für die Tobin-Steuer waren, sondern die Menschen wollen wissen, wie kommen wir aus dem Schlamassel, was eine schlechte Politik angerichtet hat, wieder heraus. Und die Antwort, die wir geben, ist, wir brauchen einen grünen New Deal weltweit. Und wie sieht der aus? Der hat 3 Teile. Der erste Teil ist, wir brauchen eine konsequente Regulierung der Finanzmärkte. So wie in den 30er Jahren Präsident Roosevelt in den USA die US-Finanzmärkte völlig neu reguliert hat, brauchen wir heute eine Regulierung der Finanzmärkte, eine europäische Finanzaufsicht, und wir müssen weltweit die Regulierungsoasen austrocknen und die Regulierungslücken in den Gesetzen schließen. Und da müssen wir ganz klar sagen, sorry Irland, sorry Cayman Islands, diese Casinos müssen geschlossen werden.
Aber in unserem Antrag geht es auch nicht nur um Verbote. Und das muss auch ganz klar sein als die grüne Linie. Wir brauchen natürlich funktionierende Finanzmärkte. Wir wollen, dass Menschen Risiken übernehmen. Denn sonst können wir die vielen sozialen und ökologischen Innovationen, die wir brauchen, nicht finanzieren. Wir wollen den Hebel umlegen, dass Finanzmärkte eben nicht mehr Werte vernichten, sondern einen Beitrag leisten zu sozialen und ökologischen Innovationen. Gerhard, kommen Sie zum Schluss. Der zweite Teil. Wir brauchen massive Investitionen, ein Umsteuern für eine ökologische Wirtschaft. Reinhard hat es gestern schon gesagt. Die grüne Marktwirtschaft weist den Weg aus der Krise. Und wir brauchen einen sozialen Ausgleich als dritten Teil eines New Deal. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass die Fehlentscheidungen in Washington, Brüssel und Berlin ausgerechnet bei den Ärmsten der Menschen in den Entwicklungsländern hängen bleiben. Wir brauchen auch einen sozialen Ausgleich. Und ich bitte euch, lasst uns für diesen grünen New Deal gemeinsam werben als Partei. Überlasst das nicht ein paar Leuten in der Fraktion, sondern wir nehmen den Kampf gegen die Lobbyisten in Banken und Autokonzernen gemeinsam auf. Und dann hoffe ich, dass ihr da mitzieht für einen grünen New Deal weltweit. Vielen Dank, Gerhard.